Jamaika war gestern, morgen könnte wieder GroKo sein. Zumindest hat sich die SPD bei ihrem Parteitag in Berlin am Donnerstag mühsam zu diesem Schritt durchgerungen. Die rund 600 Delegierten votierten für Gespräche mit der Union, die zu einer großen Koalition, einer Minderheitsregierung von Kanzlerin Merkel oder zu Neuwahlen führen könnten. Ein Antrag der Jusos, die Große Koalition auszuschließen, fand keine Mehrheit. Trotz des klaren Votums der Delegierten zeigt der Parteitag, die Sozialdemokraten sind zerrissen. Die Basis rechnet offen mit der Parteiführung ab. Sinnbildlich dafür steht die Rede eines Delegierten aus dem Unterbezirk Leverkusen, er verlas einen Beschluss seines Unterbezirks, in dem es heiße, eine erneute große Koalition darf es nicht geben. Und er rief den Delegierten zu, die ganzen Neumitglieder schmeißen mir die Parteibücher wieder weg. Der Leverkusener ist nicht der Einzige, der seinem Ärger am Donnerstag Luft machte. Schulz hatte bereits am Vortag prognostiziert, man werde sich auf dem Parteitag richtig zoffen. Er sollte Recht behalten. Während die Parteispitze mit der Union über die Bildung einer neuen Regierung reden will, lehnen große Teile der Basis sie ab. Der Vorstand appelliert indes an die staatspolitische Verantwortung der SPD, sich in dieser schwierigen politischen Lage Gesprächen für eine Regierungsbildung nicht zu verschließen. Das Dilemma, in dem die SPD steckt, symbolisieren zwei Spitzenpersonalien. Die Regierungschefin von Rheinland-Pfalz, die 2016 nach riesigem Umfragerückstand die Landtagswahl noch triumphal für die SPD gewann, wird in der Partei erstmals Bundesvize und damit noch wichtiger. Sie holte mit 97,5% das beste Resultat aller Stellvertreter von Parteichef Schulz. Dreyer will keine GroKo, sondern wirbt offen dafür, eine Minderheitsregierung von Kanzlerin Merkel zu dulden. Ihr Ergebnis bei der Wahl zur Vize zeigt, wie beliebt Dreyer in der Partei ist. Doch ob sie sich am Ende mit ihrer Anti-GroKo-Haltung durchsetzen kann, gilt als äußerst fraglich. Denn Pragmatiker wie Olaf Scholz stehen einer erneuten Allianz mit der Union wesentlich offener gegenüber. Wir können uns nicht einfach davon stehlen, damit machen wir es uns zu einfach, betonte er auf dem Parteitag. Teile der SPD fordern Berichten zufolge, dass Schulz zusammen mit Scholz als Team in GroKo-Verhandlungen auftreten müsse. Scholz gilt seit Jahren vor allem in den Medien als Reserve-Parteichef. Er machte als kluger Verhandler bei den Bund-Länder-Finanzen auf sich aufmerksam. Doch sein Macher-Image als Bürgermeister erhielt Kratzer, als er den Hamburgern den G20-Gipfel als friedlichen Hafengeburtstag ankündigte und schließlich das Schanzenviertel brannte. Für Verhandlungen mit der Union gilt er dennoch als unverzichtbar. Doch innerparteilich fehlt Scholz, ganz im Gegensatz zu Dreyer, der Rückhalt. Nicht zum ersten Mal bekam er bei der Wahl zum Vize die Quittung, Schlusslicht mit 59,2%.
Vor 2 Jahren waren es noch 80,2%. Schon 2013 hat er mit 67,3% das schlechteste Ergebnis aller Stellvertreter bekommen. Während die einen in der Partei Scholz für seinen Pragmatismus lieben und mit ihm die Hoffnung auf eine schnelle Lösung der Regierungskrise verbinden, ist er für die anderen zum Feindbild geworden. Ähnliches gilt für Ralf Stegner. Er wurde wie Scholz abgestraft, schnitt mit 61,6% nur unwesentlich besser ab. Es brodelt heftig in der SPD. Die Ergebnisse bei der Wahl zu den stellvertretenden Vorsitzenden zeigen, wie tief das SPD-Dilemma geht. Das Misstrauen der Mitglieder führt dazu, dass GroKo-Skeptiker wie Malu Dreyer Rückenwind erhalten. Dass der Weg der SPD am Ende in eine große Koalition führt, ist also alles andere als ausgemacht. Klar ist, eine der beiden Seiten, GroKo-Skeptiker oder GroKo-Befürworter, wird am Ende zwingend enttäuscht werden. Und die Partei ist nach ihrem historisch schlechten Wahlergebnis ohnehin angeschlagen. Ob es die Sozialdemokraten schaffen, gleichzeitig eine Debatte über die eigene Existenz zu führen und eine Regierungsbeteiligung auszuloten, ist fraglich. Das brachte JUSE-Chef Kevin Kühnert am Donnerstag auch wiederholt zum Ausdruck: Es brodelt gerade heftig in unserem Laden, es fehlen eine Richtung und das Vertrauen, sagte er. Dies lasse sich nicht parallel zu einer Regierungsbeteiligung lösen. Wir wollen, dass in 10 und 20 Jahren noch etwas von der SPD übrig ist.